endlich wieder super Wetter, dann kann man mal wieder draußen drehen. Und somit herzlich willkommen zu TV Edu. Mein Name ist Jana. Wir behandeln alle Themen rund um das Studium und heute haben wir folgende Beiträge für euch. Ein Animationsfilm, wie man sich für einen Studienplatz bewirbt, die aktuellen Campus News und abschließend noch einen Erfahrungsbericht über den Studiengang Finance and Control an der Advanced Hogeschool in Holland. Los geht's mit unserem heutigen Trickfilm. Abiturienten und viele Bachelor-Absolventen kommen bald in die heiße Bewerbungsphase um den Studienplatz. Das Bewerbungsverfahren ist aber gar nicht so unkompliziert. Deswegen zeigen wir euch heute, wie es geht. Film ab! Bewerbung um einen Studienplatz, damit es mit dem Traumstudium klappt. Um an einen Studienplatz zu kommen, muss man einiges beachten. Das ist meist gar nicht so unkompliziert und deswegen versuchen wir heute, etwas Licht in den Bewerbungsdschungel zu bringen. Mit dem Studium könnt ihr sowohl zum Winter- als auch zum Sommersemester beginnen. Damit die Hochschule mitbekommt, dass ihr studieren wollt, müsst ihr euch bewerben. Dies geschieht per Online-Formular. Also keine umständlichen Bewerbungsschreiben. Die Online-Formulare findet ihr auf den Homepages der Hochschulen. Die Formulare sind ab Mai auf den entsprechenden Internetseiten freigeschaltet. Bewerbungsschluss ist der 15. Januar für das Sommersemester und der 15. Juli um 24 Uhr für das Wintersemester. Aber Vorsicht, an einigen Hochschulen gibt es bezüglich der Bewerbungsdeadlines Ausnahmen. Bevor ihr euch bewerbt, prüft, ob ihr den erforderlichen Schulabschluss habt. Die allgemeine Hochschulreife berechtigt zum Studium an Unis und Fachhochschulen. Mit der Fachhochschulreife kommt ihr nicht so ohne weiteres an eine Uni. Wenn eure Bewerbung bei der Hochschule angekommen ist, wird nach dem Bewerbungsschluss mit der Auswahl begonnen. Aber auch nur dann, wenn sich mehr Bewerber gemeldet haben, als Plätze vorhanden sind. Oft sind die Note des Abischnitts und die Wartezeiten entscheidend. Nach dem ersten Auswahlverfahren bekommen diejenigen einen Zulassungsbescheid, die aufgrund der Noten oder der Wartezeit ausgewählt wurden. Alle anderen erhalten eine Absage. Diejenigen, die eine Zusage bekommen, müssen dann zu einem bestimmten Termin persönlich zur Hochschule kommen, um sich zu immatrikulieren. Wer zu dem Termin nicht erscheint, verliert seinen Studienplatz. Den bekommt dann im Rahmen eines Nachrückverfahrens jemand, der vorher eine Absage kassiert hatte. Einige Studiengänge, die eigentlich überall zu viele Bewerber haben, wie zum Beispiel Medizin, werden von der Zentralen Vergabestelle für Studienplätze, kurz ZVS, vergeben. Dann muss man sich dort bewerben. Für manche Studiengänge werden besondere Eignungsnachweise gefordert, zum Beispiel für Kunst, Musik oder Sport. Hier solltet ihr prüfen, wann und wie Eignungsprüfungen stattfinden. Vielleicht habt ihr Glück und euer Studiengang gehört zu denen, für die es genügend Plätze gibt. In diesem Fall müsst ihr euch gar nicht bewerben, sondern könnt euch bis kurz vor Studienbeginn direkt im Sekretariat der Hochschule einschreiben. Ab Wintersemester 2011/2012 soll im Übrigen ein neues Online-Verfahren zur Studienplatzvergabe eingeführt werden. Wir sind gespannt, ob sich damit die komplizierte Studienplatzbewerbung vereinfacht. Bis dahin bleibt es aber bei dem derzeitigen Verfahren. All diese Infos und noch mehr findet man auf der Website www.bewerbung-studium.de. Dort gibt es nochmal eine Auflistung der verschiedenen Bewerbungsmöglichkeiten, Infos zu Auslandsbewerbungen und weitere hilfreiche Tipps rund um die Studienbewerbung. Im Moment ist ja ganz schön viel los in der Hochschullandschaft. Kommen wir deshalb jetzt zu den Edu Campus News. Hier die aktuellen Nachrichten um das studentische Geschehen mit meiner Kollegin Nirosha. Hallo und willkommen zu den Campus News. Neue Studenten braucht das Land. Deutschland benötigt mehr Hochschulabsolventen. Aktuellen Berechnungen zufolge brauchen wir mehr Absolventen pro Geburtenjahr, um allein die Zahl der Akademiker in Deutschland stabil zu halten. Diese ist im internationalen Vergleich ohnehin schon niedrig und lässt sich mit dem drastischen Bevölkerungsrückgang begründen. Jutta Almendinger ist Präsidentin des Wissenschaftszentrums und meint, dass ein Studium ein breites Fundament für die berufliche Weiterentwicklung aller bildet. Also, studieren lohnt sich. Happy Birthday Bologna-Reform. Vor genau 10 Jahren trafen sich die EU-Wissenschaftsminister in der italienischen Hochschulstadt Bologna, um sich über die Schaffung eines einheitlichen europäischen Hochschulraums zu verständigen. Allerdings erhielt die Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen vor allem im vergangenen Jahr viel Kritik. In Zukunft wollen die Politiker das System verbessern und den Studierenden mehr Gehör verschaffen. Zum 10-jährigen Jubiläum der Reform
wollen sich auch die beteiligten Länder stärker dafür einsetzen, dass künftig mehr Hochschüler im Rahmen ihres Studiums ins Ausland gehen können. Kuschelrekord für englische Studenten. 24 Stunden und 17 Minuten Dauerkuscheln. In Oldham bei Manchester haben zwei englische Studenten den Weltrekord im Umarmen gebrochen. Einschlafen durften die Studenten der Salford University nicht. Und damit sie nicht schummeln konnten, wurden die beiden sogar überwacht. Mit der Aktion haben die Studenten Geld für eine Krebstherapie gesammelt. Neben der Uni Dauerkuscheln und Gutes tun, das finden wir klasse. Ein neuer Blog für Studieninteressierte. Wer überlegt, ein Studium in den Niederlanden zu absolvieren, sollte sich den neuen Blog nicht entgehen lassen. Auf diesem Link findet man die neuesten News und Berichte rund um das Studium bei unserem Nachbarn. Die Niederlande sind mit 22.500 Studierenden aus Deutschland das liebste Ziel für deutsche Studenten im Ausland. Das waren die EDU Campus News. Auch der Student Christian lernt bei unseren Nachbarn in Holland. An der Avans Hogeschool kann man seit neuestem den Studiengang Finance and Control belegen. Die Studieninhalte sind ganz auf Finanzierung und Controlling internationaler Transaktionen ausgerichtet. Und das ist aktuell ja auch wohl dringend nötig. Hier ein kurzer Erfahrungsbericht. Christian, über welchen Studiengang möchtest du uns heute berichten? Ich möchte berichten über einen Studiengang, der bei mir an der Hochschule, an der Avans Hogeschool in Breda neu eingeführt wird. Der nennt sich Finance and Control. Und das ist ein englischsprachiger Studiengang, der ab September 2010 an der Avans Hochschule in Breda angeboten wird. Was lernt man da genau? Der Überbegriff ist, sag ich mal, Wirtschaftswissenschaften, VWL und BWL. Der spezialisiert sich aber ein wenig in Richtung Finanzwirtschaft, Buchhaltung, Haushalten in bestimmten Bereichen des Unternehmens, dem Controlling eben, und ist geeignet für Leute, die eine kaufmännische Lehre vielleicht gemacht haben oder ihr Abitur auf einem Wirtschaftsgymnasium gemacht haben und da ja, ein bisschen Blut geleckt haben und vielleicht auch in die Richtung weitermachen wollen. Wie sieht die Lernumgebung aus? Die Lernumgebung ist bei uns an der WAMS, ist relativ neuwertig, das Programm ist auch total neu. Die Dozenten, die ich jetzt kennengelernt habe, in meinem Studiengang gehen bestimmte Bereiche eben auch in diese Richtung, sind kompetent und hilfsbereit und die Lernumgebung ist topmodern meines Erachtens. Also auch sehr praxisorientiert? Und genau, die Fälle, die bearbeitet werden, sind auch immer an real existierenden Unternehmen orientiert. Das heißt, manchmal sind dann sogar die Aufträge von Unternehmen, die von Studenten bearbeitet werden. Und ist man immer am Unternehmen dabei. Auch die Finanzwirtschaft, die Finanzwelt ist die tatsächliche, die dann von den Studenten analysiert und aufgearbeitet wird. Wo arbeitet man hinterher und wie sehen die Berufschancen in diesem Bereich aus? Man arbeitet entweder in der großen Finanzwelt, die zurzeit nicht so rosig aussieht, das heißt an Finanzmärkten wie Frankfurt, New York, Tokio, oder auch in Betrieben, in mittelständischen Betrieben zum Beispiel, weil sobald ein Betrieb eine bestimmte Größe erreicht und sich in Abteilungen aufteilt, muss konstant kontrolliert werden, ob jede Abteilung richtig wirtschaftet, profitabel wirtschaftet. Und deswegen, auch da ist die Position des Controllers eben eine enorm wichtige. Ja, vielen Dank für dieses aufschlussreiche Interview. Danke auch. So, das war's für heute von uns. Frohe Ostern und bis zum nächsten Mal. Tschüss.